Ja, liebe Genossinnen und Genossen, viele von euch haben ja in Hamburg ihr Vertrauen ausgesprochen, als Kandidat für unsere Partei in den Europawahlkampf zu ziehen. Und dafür möchte ich mich erstmal an dieser Stelle beim Berliner Parteitag bedanken. Ja, danke, danke, Udo. Europa ist, wie ihr wisst, nicht nur eine geografische Realität, sondern schon immer auch eine politische, und zwar mit einer sehr wechselhaften Geschichte. Und darauf geht der Leitantrag, den der Landesvorstand vorgelegt hat, auch sehr deutlich ein. Hochkultur und Barbarei sind in der politischen Geschichte Europas eng miteinander verwoben. Und Berlin, die Stadt, in der wir leben und in der wir politisch aktiv sind, hat da keine ganz unwesentliche Rolle gespielt, ganz im Gegenteil. Ihr wisst das. Und auch die Entwicklung der Europäischen Union und ihrer Vorgängerorganisationen ist eine Reaktion auf die jüngere europäische politische Geschichte, liebe Genossinnen und Genossen. Und lasst mich das anhand eines Beispiels illustrieren. Ein Berliner Kandidat wird nämlich aller Voraussicht nach ins EP einziehen, neben Martina und vielleicht mir und hoffentlich auch Paola. Und das ist Udo Vogt, der ehemalige Vorsitzende der NPD und Spitzenkandidat seiner Partei. Und vielen von euch, da muss ich gar nichts weiter dazu sagen, sagt der oder diese Typ ja auch einfach noch was. 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges tritt also folgendes Szenario ein. Die EU war neben allen wirtschaftlichen Interessen, die bei ihrer Gründung eine Rolle spielten, immer auch als Friedensunion konzipiert. Und nachdem Nationalsozialismus und Faschismus in Europa militärisch besiegt worden sind, wollen jetzt wieder Neofaschisten und Rechtspopulisten aller Couleur das EP entern und dort eine antidemokratische und völkische Politik machen. Ein Treppenwitz der Geschichte, wenn ihr mich fragt. Diejenigen, um deren Willen auch der europäische Integrationsprozess begonnen wurde, machen sich jetzt aus den europäischen Institutionen heraus daran, die EU wieder zu zerstören. Das darf so nicht sein, und da trägt insbesondere die Linke Verantwortung, sich diesen Leuten hier in Berlin und in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament politisch entgegenzustellen. Ein persönliches Wort: Mein Großvater hat als Kommunist im Konzentrationslager Columbia gesessen. Ihr wisst, das befand sich auf dem Tempelhofer Feld. Ich finde, dieser Ort hat Besseres verdient als die vom Senat geplante Luxusbebauung. Lasst uns den 25. Mai auch dafür nutzen, den politischen Kampf um öffentliches Eigentum als ein Berliner und ein europäisches Thema darzustellen. Ich will, dass von diesem Parteitag das Signal an die Berlinerinnen und Berliner ausgeht, dass die Linke in Berlin die Aufgabe angenommen hat, Berlin als eine europäische Metropole zu entwickeln. Wir sind diejenigen, die das öffentliche Eigentum und die öffentliche Daseinsvorsorge verteidigen. Wir sind auch diejenigen, die in Berlin und in der Europäischen Union für einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Lohndumping, prekäre Arbeit und Armut kämpfen. Aufgaben, die sich hier ebenso wie andernorts stellen. Und wir sind diejenigen, die in unserer internationalen Stadt keinen Raum lassen für diese Vogts und andere, sondern wir kämpfen für eine Willkommenskultur im Rahmen der europäischen Freizügigkeit und für Solidarität mit Flüchtlingen und eine humane Flüchtlingspolitik hier in Berlin und in der Europäischen Union. Und für eine Entwicklung Berlins in die von mir gerade skizzierte Richtung braucht es meiner Ansicht nach eine sozialökologische Struktur und Regionalpolitik, und dazu gehört auch die Kooperation mit Brandenburg. Ralf Christoffers ist davon ausführlich darauf eingegangen, in den Bereichen der Daseinsvorsorge, der Infrastruktur, des Verkehrs, der Bildung und der Kultur. Und dazu gehört eine zweckgebundene Fördermittelvergabe, deren Grundsätze die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Europäischen Union, die Solidarität und eine Stärkung demokratischer Mit- und Selbstbestimmung in den Regionen befördern. Und mit den Worten des Leitantrages zu schließen: In diesem Sinne ist die soziale und ökologische Frage zu einer Grundfrage für die Perspektive der Demokratie geworden.
Die Linke Berlin wird ihren Anteil leisten mit konkreten Ideen und praktischer Solidarität. Liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe um Unterstützung für diese Position und den Leitantrag und danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus